Immer Bienchen und Liebe. Und Bienchen und Liebe, ich meine, Bienchen und Bienchen, dann das Ganze andere. Genau. Ja. So, wenn ihr das jetzt so anschaut, schaut es euch nebenher ein bisschen noch an. Was macht jetzt ein Regisseur mit einer solchen Partitur? Jetzt legt mal die Partitur, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die braucht ihr nachher mit den Dings einfach zur Seite und steht mal auf. Kommt mal hier in den Raum, dann verteilt euch einfach mal hier so in dem Raum so drin. Jeweils? Also, mir gefällt die Waduschka-Stelle eigentlich immer. Wer kommt da rein? Wir haben Elia und Martin. Straight!
Zahlen könnte ich sagen, ich könnte das ganze Jahr weiter. Auf jeden Fall spannender als normaler Unterricht. Kita! Pumpkin Kita! Had a wife, but couldn't keep her. Put her in a pumpkin shell, and there he kept her very well. Das ist ja ein ziemlich großes Solo. Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Ich fand's gut. Aber war es eine Überwindung, würdest du sagen? Ja, ein wenig. Master Merlin! Give me my Romeo! Wie gefällt es euch denn bis jetzt? Echt super cool, ja. Richtig interessant mit dem Schach. Mega Spaß. Okay, was ist eure Lieblingsstelle? Babuschka finde ich. Ja, das ist einfach witzig. Ja. Und als ihr die Partitur zum ersten Mal gesehen habt, was habt ihr da gedacht? Halt ihr es falsch? Wie kann man das lesen? Aber so nach und nach kriegt man das dann so hin und man versteht so, was damit gemeint ist. Wenn man dann weiß, wie man es lesen muss, dann kriegt man es hin. Und was nehmt ihr mit bis jetzt aus dem Stück? Dass man sich echt mal auf was einlassen muss und was einmal ausprobieren muss und es einmal machen muss. Und dass es sich echt lohnt, neue Sachen so auszuprobieren. Was waren für dich die größten Schwierigkeiten oder was war das Neueste so? Während des Stücks nicht aus seiner Rolle zu kommen, einfach weil man natürlich dann manchmal auch gerne lachen würde, weil es einfach total komisch ist, was man macht. Aber im Grunde klappt es jetzt alles gut, weil wir ja jeder irgendwie aus uns rausgegangen sind und dann ist es auf jeden Fall alles gut. Freust du dich aufs Konzert? Ja, schon. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Publikum reagiert auf unsere Sachen, weil ich nicht so viele kenne, die in dem Bereich so aktiv sind, die jetzt dann am Mittwoch kommen und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ja, du musst nicht von hinten, aber wir können auch zu zweit kommen. Ich fand es sehr schön, zusammen, also wenn es sich anbietet, dass ich das machen. Ist die Nervosität schon zu spüren? Für mich? Ja. Nein, ich bin sehr gelassen. Das ist wunderbar. Ja. Aber hattest du viele Zuschauer heute? Ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich sagen, aber ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es viele werden. Je mehr, desto besser. Nein.